seit zwei Wochen beschäftigen wir uns mit einem Buch aus dem Alten Testament. For the last couple of weeks we've been occupied with a book in the Old Testament. Und zwar mit dem Buch Richter. The Book of Judges. Und wir haben uns angeguckt, dass es in dem Buch um Richter geht. As we see from the title, in the book it deals with judges. Wer hätte es gedacht? Who would have thought? Ja, aber es sind nicht die Richter, die uns zuvor in den Sinn kommen, nämlich die, die im Gericht sitzen und irgendwie richten. But it's not the judges as we imagine them who sit in the courthouse and deal with law. Sondern es waren so Anführer, Stammesoberhäupter, die das Volk geführt haben. But they were the tribal leaders and the heroes who led the nation of Israel. Die Richter hatten eine ganz bestimmte Funktion in der damaligen Zeit. The judges had a very particular purpose and function in that time. Denn das Buch beschreibt uns im Großen und Ganzen, worum es eigentlich Gott geht und warum er Richter gebraucht hat. If you look at the book as a whole, you see why there was a need for judges and what God was wanting to do. Das Alte Testament beschreibt, dass Gott sich ein Volk erwählt hat und durch dieses Volk wirken möchte. The Old Testament describes how God had set aside a people group for his own glory. Und jetzt sehen wir im Buch Richter, was passiert, wenn dieses Volk vergisst, was Gott eigentlich vorhat. And we see in the book of Judges what happens when God's people forget what their purpose is. Also wenn sie nämlich vergessen, was Gott vorhat und wer Gott ist, machen sie viele Dinge auf einmal ganz anders. If they forget who God is and what his purpose for them is, then there's a lot of room for mistakes to be made. Wenn man dann so durchliest und sich die einzelnen Geschichten anschaut, dann merkt man, wie das so immer schlimmer wird, wie so eigene Entscheidungen treffen, die wiederum zu größerer Misere führen. As we read through the book, we see that things got progressively worse for the people as they went into these terrible situations. Was in den meisten Fällen war das genau das Gegenteil von dem, was sich Gott eigentlich für sein Volk gewünscht hat. In a lot of cases, they were doing exactly the opposite of what God wanted them to do. Was Gottes Plan war, ich erwähle mir ein Volk, um allen anderen Völkern zu zeigen, dass ich wirklich Gott bin. God's plan was to set aside the nation of Israel as a people in order to show the other nations his character and who he is. Er wollte ihnen sagen, ich bin der einzig wahre Gott, ich bin wirklich lebendig und ihr könnt mich kennenlernen. He wanted to demonstrate, I am the only living God and you can get to know me. Und deswegen hatte dieses Volk so privilegiert und ist so besonders mit ihnen umgegangen. And that's why he separated this people group and gave them these blessings and privileges. Weil das die ganzen Völker um sie herum, dieses Volk Israel, dieses Volk Gottes herum, irgendwas anderes angebetet haben. But the people that were around the nation of Israel were worshiping other gods. Ganz oft waren es Sachen, die sie selbst gemacht haben, ja? Götzen aus Holz, Götzen aus Gold, selbstgemachte Gegenstände. A lot of times they were worshiping gods that they had made themselves, with gods of idols out of wood or gold. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, ich möchte, dass ihr diese Ahnung von, oh, da gibt es einen Gott, ich mache mir den mal schnell, dass ihr die verwirft und den wirklichen realen Gott kennenlernt. And God wanted to be able to say, hey, you don't need these inanimate objects to worship, but you can have a relationship with me as a real living God. Und Gott hat sich so gewünscht, zu sagen, hey, ich möchte, dass die Menschen mich kennenlernen und es mein Volk ihnen zeigt, wer und wie ich bin. And God wanted to say, durch das Volk zeigen, wer er ist. He wanted to show through his people what kind of a person he is. Aber das Volk ließ sich von dem Umfeld bringen. But his people were instead influenced by the nations around them. Sie haben nicht die anderen geprägt, sondern die anderen haben sie geprägt. They didn't influence the nations, but the nations influenced them. Das sehen wir so im Buch Richter, wie das immer wieder passiert, dass diese Völker um sie herum sie geprägt haben und ihnen gesagt haben, wer sie sind. We see this happen over and over in the book of Judges, how they were influenced by these ungodly nations. Und sie vergessen, wer ihr Gott ist. And they forgot who their God was. Und ganz oft ist die Konsequenz dieser Prägung Unterdrückung von diesen Völkern. And a lot of times the consequence of this influence was the oppression of God's people. Und das ist dann total spannend, wenn man das dann liest. And it's pretty exciting to read. Weil dann auf einmal, dann schaltet sich irgendwas an im Gehirn und sagt, da gibt's doch noch einen anderen Gott. It's exciting because although they're suffering through this oppression, something clicks inside their head and they think, oh wait,
there's actually a real God. Und sie schreien zu Gott und sagen, ja, du bist doch Jahwe, hilf uns mal. And they cry out to God and they say, God, you are God, please help us. Und auf diese Schreien reagiert Gott. And God responds to their cry. Das ist ganz spannend. Gott sagt nicht, hey, weißt du, jetzt ist es 50 Mal schon passiert, jetzt ist auch mal gut. And God's not sitting there saying, hey, come on, it's 15 times in a row now, you're done. Sondern Gott kommt immer wieder und sagt, okay, ich bin immer noch für dich und ich möchte dir immer noch helfen. But God says, no, I'm always for you and I'm going to help you. Und er sendet diese Richter. And he sends judges. Damit sie sein Volk befreien aus dieser Unterdrückung. Sent the judges to set the people free from this prison. Und wir sehen so, dass diese Kette aber sich immer wiederholt. But we see that this pattern repeats itself over and over. Weil sie erleben Befreiung, aber anstatt dann bei Gott zu bleiben, machen sie wieder das Gegenteil. They experience this deliverance, but then they go back into a situation that leads to their oppression. Und sie haben gerade gemerkt, hey, das funktioniert eigentlich nicht, was ich mache, aber sie machen es wieder. They don't realize what I'm doing actually doesn't work. They just keep going back to the same lifestyle. Ich glaube, das kennen wir irgendwie manchmal aus unserem eigenen Leben, oder? I think we can recognize this in our own lives. Right? Bei ihnen wird es immer und immer schlimmer. With them it was progressively worse and worse. Ja, wenn du das so durchliest, denkst du, oh, cool. And you read through it, you think, oh man. Sie haben völlig vergessen, wer Gott ist. They completely forgot who God is. Also, vielleicht wissen sie ihren Namen. Maybe they know his name still. Aber sie wissen nicht, was ihn ausmacht und was eigentlich der Charakter Gottes ist. But they don't know his character. Also einer von den Richtern selbst wusste nicht mehr, was Sache ist. Even one of the judges that we read about had no idea what kind of character God has. Also er hat seine Tochter für Jahwe geopfert. He sacrificed his own daughter to the Lord. Die Götzen um sie herum, die wollten, dass man Töchter opfert, aber nicht Jahwe. The idols in the combinations around them, they wanted human sacrifice, but not Yahweh. Also Gott war völlig dagegen. God was completely against such things. Aber sie haben das alles so verdreht und kein Wissen mehr darum gehabt, wer Gott eigentlich ist. But they had everything mixed up and had no understanding of who God is. Und es ist wichtig, wenn man das Buch liest, zu betrachten, dass dieser Kreislauf so fortlaufend nach unten geht. And it's important to recognize this cycle in the book of Judges, how it always ends in the same place. Und dass es damit zusammenhängt, dass ein Volk wirklich am Anfang beschrieben wurde, vergisst, wer Gott ist und ihn auch nicht mehr kennt. And how the people of God, who in the beginning know who God is, over time forget and fall into oppression. Heute wollen wir uns mal einen Richter genauer anschauen. Today we want to look in particular at one judge. Das Leben von Samson. We want to look at the life of Samson. Der Autor von dem Buch Richter, der gibt uns viele historische Informationen. The author of the book of Judges gives us a lot of historical information about the life of Samson. Weißt du, wenn du das Buch Richter liest, dann liest du ein Geschichtsbuch, wenn man so. When you read the book of Judges, you're reading a storybook, essentially, or a history book. Es ist nicht irgendwie nur metaphorisch gemeint, oder ja, das bedeutet, dass es jetzt so und so zu verstehen ist. Nein, es ist tatsächlich passiert. It's not a book of prophecy where things have, symbols have meaning and you have to interpret what it could mean. But it actually did happen historically. Und es ist eine Menge passiert im Leben von Samson. There's a lot of things that happen in Samson's life. Und ich glaube, wir können sehr viel lernen aus dem, was Samson passiert ist. And I think we can learn a lot from what happened to him. Es gibt vier Kapitel, die über sein Leben berichten. There are four chapters that deal with his life. Und ich fange mal ganz hinten an. I'd like to start at the end. Weißt du, es ist ganz gut, wenn man manchmal ganz hinten anfängt und guckt, was eigentlich das Resultat des Lebens eines Menschen ist. Sometimes it's good to start at the end, so you know how the story will go on. Wir können das machen, weil die Geschichte ist ja schon passiert. We can do that with books because we know the end has already been written. Also ich lese es mal vor und der Text wird ja an der Wand in Englisch sein. I'll read it in German and it will be on the screen in English. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat den Samson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott. Denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, ja, den Verwüster unseres Landes, ja, den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als in ihr Herz gute Dinge war, sprachen sie, ruf den Samson, damit er uns vorspiele. Da riefen sie den Samson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihm und stellten ihn zwischen die Säulen.
einer von den Leuten, die das Privileg hatten, schon in der Kirche aufzuwachsen. I am the kind of person that had the privilege to grow up in the church. Ist ja nicht bei jedem so. That's not the case for every person. Aber wenn man mich so als kleinen Steppchen, als kleinen Junge fragt, dann, hey, wer ist Simson? But if you would ask me as a young man, who Simson is? Und ich sage, hey, das ist so ein Typ, der ist richtig stark. And I would say, hey, this is a guy, he's super strong. Ja, wenn man vielleicht hochgeht in die Kindergruppe, dann würden die sagen, ja, der ist richtig stark, der kann alles. If we were to go up to the children's church, we would ask them, and they'd say, oh, yeah, he's really, really strong. So ein Superheld. Like a superhero. Also, er kann alles nur nicht fliegen. He can do everything except fly. Ja, okay, am Ende stirbt er irgendwie. Aber der war schon ein richtig starker Typ. Yeah, okay, so he died rather poorly at the end, but he was a really strong guy. Das hatte ich so in meinem Kopf von Simson sehr lange Zeit. That's the image I had of Samson for a long time. Aber wenn ich mir das hier anschaue, was da steht, dann sehe ich irgendwie eine ganz andere Person. But when I look at what's written here, I see a completely different person. Weißt du, ich sehe einen schwachen Simson. I see a weak Samson. Keinen starken Typen. Not a strong guy. Ich sehe jemanden, wo alle anderen um ihn herum stehen und ihn auslachen. I see someone who's standing around and everyone is laughing at him. Und sagen, ha, du bist eine Witzfigur, bist du. They're making a mockery of him, saying he's a joke. Was glaubst du, wer du bist? Du bist ein Richter Gottes. Du kannst gar nichts. Saying, who do you think you are? You think you're a judge? You can't do anything. Weißt du, hast du mal was gemacht, aber jetzt, vergiss es, du bist schwach. Maybe you did something in the past, but now, forget it, you're completely weak. Und das Prinzip, was eigentlich ein Richter nur hier durchkommen soll, dass durch die Richter andere Völker Gott kennenlernen, ist auch nicht passiert. And remember, the purpose of a judge is to lead the people back to God, and that also did not happen at this point. Ja, also stattdessen haben sie ihren Gott hochgemacht und gesagt, unser Gott hat es getan. Instead of this situation, the people here were saying, yeah, our God is superior. He delivered you into our hands. Genau das Gegenteil von dem, was Gott, und ich glaube, was auch gut gewesen wäre, ist passiert. Exactly the opposite of what God would have wanted in the situation, or what the good situation would have been. Und natürlicherweise, finde ich, stellt man dann die Frage, hey, wie konnte es denn passieren? And of course we have to ask ourselves, how could it have come to this? Was ist eigentlich passiert? Was ist vorgefallen? What actually happened here? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle in Situationen in meinem Leben. This is a question that I also ask myself in my own life, in my own situations. Also wir haben in den letzten Wochen ganz viel davon gesprochen, dass wir als Christen unterwegs sind im Leben. Last week we also have examined what happens in our daily lives as Christians. Und das wie so ein Navi ist, dass der Heilige Geist und Gott wie so ein Navi ist, uns immer wieder daran erinnert, was eigentlich richtig und gut ist im Leben. And how the Holy Spirit is like a GPS system that always reminds us of which direction we should be going. Und dass die Richter, oder das, was Gott durch die Richter auch oft gemacht hat, so eine Erinnerung war, wo es eigentlich hingehen sollte. And how through the judges God was reminding his people what direction they should be going. Aber für mich steht hier so ein bisschen fest, dass Simson diese Stimme einfach und immer wieder ignoriert hat. But here it's pretty clear to me that Samson was just ignoring the leadership of the Holy Spirit. Was ich glaube, dass wir alle Krisen oder in Situationen wir uns wiederfinden, die ähnlich sind wie die von Simson. I think we all can identify with situations these crises that kind of like what Samson was dealing with. Also manchmal, wenn man das ignoriert, was gesagt wird, dann geht es mir so, dass ich entweder einen riesen Umweg fahre, weil ich nicht auf das höre, was das Navi sagt. If I ignore my GPS, then usually one thing that could result is that I have to take a very large detour. Oder manchmal vielleicht, dass man so abgelenkt ist von all dem, was so kommt, dass man Unfall baut. Or sometimes you can become so distracted that you end up getting in an accident. Ich glaube, das, was hier beschrieben wird und was dargestellt von Simson, das ist wie so ein Verkehrsunfall in seinem Leben. I think what is described here in Simson's life is we can compare to a car accident. Und Gottes Intention mit Simson war nicht, dass das passiert. And God's intention for Samson is not that he should get into a car accident. Sondern ich glaube, dass es eine Folge dessen ist, dass er ignoriert hat, was Gott ihm gesagt hat. But it's a consequence of him ignoring what God had to say to him. Ich glaube, dass das ganz oft auch manchmal in unserem Leben ist, dass wir Stimme Gottes vernehmen, einen lebendigen Gott reden hören, aber ignorieren. I think we can also identify with the situation in our own lives, how we hear God's voice, but for whatever reason, choose to ignore it. Und dass dann Krisen kommen. And then
ourselves in a crisis. Also ich spreche hier nicht von Krisen, für die wir nichts können, weil die einfach so da sind, wie Naturkatastrophen oder plötzliche Krankheiten. I'm not talking about disasters that we can't avoid, like natural disasters or sudden diseases or sicknesses. Ich spreche von Situationen, die sich lange angebahnt haben und wo wir wissen, dass wir da beteiligt sind. I'm speaking about situations that we could have seen coming and prepare ourselves for. Und genau darum geht es ja nicht im Kontext dieser Geschichte. And that's what this story of Samson is actually about in the context. Möchte mal anschauen, was diesen Crash bei Samson verursacht hat. I'd like to take a look at the consequences of this crash that led up to it. Und wenn man das tut, ja, wenn man sich das mal so im Einzelnen durchliest, all die Sachen, die bei Samson passieren, and if we look at all the things that happened in Samson's life and what led up to this situation, dann fragt man sich ganz schnell als rational, gut denkender Mensch, was wunderst du dich? And then we ask ourselves as, you know, rational thinking people, what did you expect to happen? Kennt ihr das? Wenn man so mit Leute kommen und die erzählen dir irgendwas und die erzählen von einer Krise in deinem Leben und du weißt, was vorher alles gelaufen ist, dass man denkt, hey, hast du es nicht kommen sehen? Do you also have this kind of situation when someone comes to you and explains what kind of terrible situation they're in and you have to think, yeah, what did you expect to happen? Wie war das nicht abzusehen, dass das dahin führt? Wasn't that rather predictable? Ich bin ganz schnell dabei, das für andere festzustellen. I'm pretty quick to judge other people in this way. Aber es fällt mir viel schwerer, das bei mir selbst zu sehen. But it's a lot more difficult to identify in my own life. Ich glaube, dass das ganz oft noch für Krisen und Situationen im Leben vorkommen, weil wir Entscheidungen getroffen haben. I think that these kind of situations come up in our lives because of decisions that we've made. Ich glaube, ganz oft ist das, was wir heute entscheiden, ausschlaggebend für das, was morgen passiert und wer wir morgen sind. I think a lot of things that happen are a result of decisions that we've made and will determine what happens to us tomorrow. Ein schlauer Mann hat mal Folgendes gesagt. A smart person said the following. Denn meine Gegenwart wird meine Vergangenheit und meine Vergangenheit bestimmt meine Zukunft. Because my present will become my past will determine my future. Meine Gegenwart wird meine Vergangenheit und meine Vergangenheit bestimmt meine Zukunft. Jetzt ist Gegenwart. Now is present. Jetzt beeinflussen wir. Now we jetzt treffen wir Entscheidungen, die zu unserer Vergangenheit werden. Now we make decisions that will become our past. Also wenn ich mich frage, wie konnte das passieren, and I ask myself, how could this happen? Dann muss ich bereit sein, mich mit mir selbst auch zu konfrontieren. And I have to be ready to confront myself. Also ich glaube, dass es im Leben darum geht, dass Gott sich wünscht, dass wir frei agieren und nicht nur reagieren. But I think God wants us to be proactive and not reactive. Ich glaube, was man so im Leben sieht von Samson und warum viele Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, hängt damit zusammen, dass er oft nur reagiert hat. I think if you look at the life of Samson and you think about how it got to that point, a lot of it has to do with him reacting to situations. Und als er dann auf seine Umstände und Bedürfnisse reagiert hat, wurde er immer mit den Konsequenzen konfrontiert. The more he reacted to his needs and desires, the more he was confronted with these kind of situations. Kurz bevor er nämlich in diese Situation gerät und da verlacht wird bei den Philistern. Shortly before he was brought into the situation to be mocked by the Philistines. Da lesen wir in Kapitel 16. We read in chapter 16. Folgendes. Darauf aber gewann er eine Frau lieb am Bach zurück. Sie ist Silja. Da kamen die Philister, das muss man nicht lesen. Der sprach zu dir und zusammen, sondern verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Das ist so ein Problem, was man immer wieder bei Samson auftauchen sieht, wenn man die Kapitel vorher auch anschaut, ist, dass er irgendwie eine Schwäche hat für Frauen. As we read through the book of Judges and the story of Samson, we see that he had a terrible weakness for women. Ich glaube, alle Männer haben eine Schwäche für Frauen, aber am besten nur für eine. Alle Männer haben eine Schwäche für Frauen, aber am besten nur für eine. Alle Männer haben eine Schwäche für Frauen. All men have a weakness for women, but hopefully just for only one. For one. Yes, thank you. You're all wonderful translators.
Das war neu, sorry. Das kam mir gerade so ein Freestyle. Aber bei Sinsoma ist anders. Er kann immer wieder Frauen, er hat immer wieder eine Schwäche für Frauen. But we see this over and over in Samson's life, that he had a weakness for women. Und er ist so hineingestolpert in die Beziehung. And he kind of stumbled into relationships. Also, es gibt ja so Menschen, das sieht man manchmal im Film, die wachen morgens auf neben der Partnerin und fragen sich, wie bin ich eigentlich hier gelandet? We see sometimes in movies, a character will wake up next to a woman and say, how did I get here? Das ist auch Sinsoma, so ein Typ, der ist einfach aufgewacht und dachte, wow, wie bin ich denn eigentlich hier gelandet? I think it's the same for Samson. I think he found himself in relationships. How did this happen? Weißt du, er hat einfach Interesse an Frauen, dachte, hey, das ist gut, mit Frauen zusammen zu sein. Because he had this, this idea in his head that it was good to be with women. Und vielleicht ist er auch ein Kandidat von denen, die einfach nicht allein sein können. Maybe he had some fear of being single. Weißt du, und deswegen sagt er, okay, die Frau ist nicht wirklich für mich, die ist auch nicht, aber besser als nicht allein sein. He probably recognized, hey, this woman isn't really for me, but it's better than being alone. Und wenn man die Lia dann anschaut, der 15 Kilogramm Silber und ein bisschen Spaß, machst du mit. And Delilah, is she okay? I'll take 15 Kilogramm of Silber and have a little fun. Was für Umstände für eine gute Beziehung? What kind of a foundation for a relationship is that? Keine guten Umstände. Not a good one. Und dann wundert man sich, and then we wonder, warum das nicht so gut ausgeht. Why it didn't end successfully. Simson hat immer und immer wieder nur darauf reagiert, was so passiert ist. Because Samson only would react to the situations and situations he found himself in. Also später fragt sie dann ihn, wie er denn sie lieb haben kann, wenn sie ihm nicht verrät, was ihn so stark macht. Because later she asked him, you know, how can you say you love me if you don't reveal to me your secrets? Also, aber sie liebt ihn eigentlich auch nicht. But she didn't love him either. Und vielleicht liebt er sie eigentlich auch nicht. And he probably didn't love her at all. Also beide brauchten irgendwie was im Gegenüber. Sie haben sich belogen, sie haben sich betrogen. Keine gute Beziehung. So, he's lying to her, she's lying to him. They have a codependent relationship. Ja. Ihr ging es nicht um ihr Wohl und Samson ging es einfach vielleicht nur um sein eigenes Wohl. Neither one of them care about the well-being of the other. Was für krasse Umstände. What kind of a strange relationship is that? Und wie ist Samson da reingeraten? And then Samson just went along with it. Und wenn sie sich fragt, ist vielleicht auch das gut für Sinsong? He never bothered to ask, is this good for me? Er ist da reingeraten, weil er einfach reagiert hat. Er hat was gesehen, er wollte es. He ended up in a situation because he just reacted and that's where he was led. Also er sagt in diesem Vers, that's here in the verse, dass er ein Geweihter Gottes ist. That he was dedicated to the Lord. Ja, dass er ein besonderer Typ ist. He was a very special person. Er war so stark, es wird vorher ganz viel berichtet und es war ihm damit zusammen, dass er ein Geweihter Gottes ist. He was so strong and somehow that had something to do with the fact that he was dedicated to the Lord. Aber sein Lebensstil spiegelte das nicht wieder. But that was not reflected at all in his lifestyle. Was Simson reagiert immer und immer wieder nur auf seine Bedürfnisse und der Erwartungshaltung von anderen. We see that he was only reacting to the expectations of others. Also er fragte sich, ist das, was ich gerade tue, mit dem vereinbar, wer ich bin? He never asked, is what I'm doing in alignment with who I am? Weißt du, er sagt, ich bin ein Geweihter Gottes. I'm dedicated to the Lord. Aber er sagt, es ist nur deswegen, weil er seit der Geburt seine Haare nicht geschnitten hat. But he thinks it's only that way because he's never cut his hair. Dass es mehr bedeutet, ist im sinnlichen Sinn gekommen. It never occurred to him that being dedicated to the Lord means more than not cutting your hair. Dass diese besondere Rolle vorher bei Mose beschrieben wird, mit ganz vielen anderen Sachen zusammenhängt, ist ihm nicht in den Sinn gekommen. But the Nazarite vow has so much more to do than just not cutting your hair. Oder er wollte es nicht. Or maybe he just didn't want it. Wie geht's uns damit? How do we deal with the situations? Was glauben wir, was wissen wir, wer wir sind und inwiefern beeinflusst das unser Handeln? What do we believe about who we are and how does that influence our decision making? Also wir können ja schnell über Samson richten und ganz schnell dabei sein, das so zu analysieren. It's very easy to stand back and judge the Samson, but we should take a closer look and do some analysis of what's actually happening here. Genau, weil wir uns nämlich ganz schnell wieder in derselben Situation wiederfinden. Because we can also very easily find ourselves in a similar situation.
Keith Green hat mal was ganz Bekanntes gesagt. Keith Green once said something rather famous. Genauso wenig wie du ein Hamburger wirst, wenn du zu McDonald's gehst, genauso wenig wirst du ein Christ, wenn du die Gemeinde gehst. Just as going to McDonald's doesn't make you a hamburger, going to a church doesn't make you a Christian. Ich finde die Aussage richtig gut. I find this statement rather good. Weil ich glaube, dass wir uns manchmal ganz schnell daran tappen, dass wir denken, gewisse Sachen sagen aus, dass wir Christen sind, aber andere Sachen wiederum haben gar nichts damit zu tun. Because I think that very easily we find ourselves saying that to be a Christian you need to do such and such, but it's a lot more complex than these checklists. Ich glaube, ganz oft sehen wir, dass wir nur reagieren und nicht agieren. But I think in a lot of the situations we're only reacting and not being proactive. Also ich meine, wie manchmal denke ich, wie oft ist es mir wichtiger, was Leute über mich denken, als was Gott über mich denkt. But I look at my own life and I think, how often do I concern myself more with what other people think than what God thinks? Also wie oft ist es mir wichtiger, was ich will, als was Gott will? How often is it more important to me what I want than what God wants? Wie oft ist es mir wichtiger, dass ich mich gut fühle, als dass ich mir Gedanken mache, was wirklich richtig ist? How often is it more important to me that I feel good, rather than asking myself what the right thing is? Ich glaube, wir sind so eine richtige Wohlfühlgeneration geworden, manchmal, immer wieder. I think we have become a generation that worships comfort and convenience. Ja, es geht um, wenn es dich glücklich macht, wird oft gesagt, wenn es dich nur glücklich macht. Ja, yeah, we often say, yeah, whatever makes you happy. Ja, wenn es dich gut anfühlt. When it feels good. Ich glaube, bei Simson war das genau die Priorität, die er gelegt hat. I think these are the priorities that Simson also had. Was? Simson geht nach Gaza, sieht eine Hure und schläft mit ihr. Simson went to Gaza, found a prostitute, and he slept with her. Fühlt sich gut an für ihn. Ja, but good to him. Vielleicht ist es nicht das, was wir tun. Maybe that's not the kind of situation we're dealing with. Aber es gibt andere Situationen, ähnliches passiert. But we have other situations where we get the same or similar results. Das ist noch deutlicher in unserem Leben, wenn du ein Kapitel noch weiter zurückgehst, und zwar ins Kapitel 15. But it comes even more clear when you go back a chapter to chapter 15. Da sieht man, wie seine Entscheidungen immer noch mehr zu Mord und Totschlag führen. We see more and more how his decision making led to murder and death. Also ein Übel folgt auf das nächste. One bad deed led to the next. Das ist eine richtige Spirale nach unten. A real downward spiral. Eine Spirale, die wir irgendwie auch heute kennen. A spiral that we have to recognize today. Und sie geschehen deswegen, weil Simson handelt, wie er immer handelt. And it happened because Samson reacted the way he always reacted. Also er hat nie darüber nachgedacht, wer bin ich eigentlich und was bedeutet das für meine Handlung? He never asked himself, who am I and what does that mean for my decision making? Er hat einfach seine Handlung durchgezogen, die er gerade wollte und wonach er sich gerade gefühlt hat. He just behaved the way he wanted to behave and how he always had. Wir lesen inzwischen immer wieder, dass Simson von Gott gebraucht wird. We read that Samson was a person that God needed. Und ich glaube, das ist manchmal irritierend. Sometimes it can be a little confusing. Aber ich glaube, Gott hat ihn nur deswegen gebraucht, weil er durch Simson immer wieder sein Volk befreit hat. We see that God wanted to use Samson to set people free. Er hat ihn nicht gebraucht, um zu sagen, hey, alles, was du tust, ist richtig. He wasn't saying, hey, everything you're doing is okay. Ja. Er stand nicht zu der Art und Weise, wie Samson sein Leben führte. It wasn't about, he wasn't putting a seal of approval on Samson's lifestyle. Aber er war treu zu seinem Bund und zu seiner Zusage, dass er seinem Volk immer helfen wird. But he was true to his covenant and has promised all his people. In Kapitel 15 geht es so weiter. Da kann man so sehen, wie diese Handlung, Schemata von Samson immer weitergeht. And we see in chapter 15 how his behavioral patterns continued. Also ich habe hier mal ein paar Verse mitgebracht. Da kann man das zu Hause nachlesen. Wo es eigentlich nur um ihn geht, um seine Entscheidung treffen, um sein Handeln, um sein Reagieren auf Situationen. It's all about himself and how he reacts and how he does what he wants and what he thinks is best for himself. Und wenn es das liest, echt so Kapitel 15, dann erschreckt man richtig. When you read chapter 15, you really have to be concerned. Also ein bisschen, du denkst, boah, krass, wie schlimm. Because you think, man, how terrible. Und wir haben gesagt, dass unsere Vergangenheit unsere Zukunft beeinflusst. But we have to recognize that our past determines our future. Und bei Simson hängt ganz viel
mit den ersten Kapitel, mit den ersten Versen in Kapitel 14 zusammen. Hier Samson's life, these patterns were started in the first verses of chapter 14. Und wir lesen das mal. Das war ganz am Anfang, da war ein junger Mann. This is the very beginning of the story, when he was a young man. Und Simson ging nach Timnath hinab und er sah in Timnath eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkommt, sagte er seinem Vater und seine Mutter und sprach: Ich habe in Timnath eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es denn keine andere Frau unter den Töchtern deiner Brüder und unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbestimmt sind? Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Wenn man das so mal ein bisschen durchliest und die Kultur beachtet, in der Simson das hereinspricht, dann ist das ganz schön krass. If you consider this in the context of the culture that he was raised under, this is a really bizarre situation. Also seine Eltern waren eigentlich dafür verantwortlich, ihm eine Frau zu finden, beziehungsweise das Ganze auszuhandeln. His parents had the responsibility to find a wife for him and to negotiate a marriage contract. Aber er ignoriert das System der jeweiligen Zeit und sagt, nee, ich entscheide. But he ignored the conventional system and said, no, I decide who I marry. Und die Eltern waren nicht so und sagen, okay, Simson, ist alles egal, Hauptsache dir geht's gut. And his parents were not pushovers and said, okay, Samson, whatever you want is fine, whatever makes you happy. Yeah. So sie haben gesagt, hey, Simson, pass mal auf, das geht nicht. Gott hat gesagt, das soll anders laufen. They said, no, Samson, this isn't okay. God has other things in store for us. Weißt du, du brauchst doch keine Frau nehmen, die anderen Götzen an, nimm doch eine von unserem Volk. You shouldn't take a wife that worships other gods, you should take a wife from your own people. Yeah. Simson, du bist doch ein Mann Gottes, du bist ein geweihter Gott von Geburt an, mach das nicht. Samson, you're a man of God, you were dedicated to the Lord from birth, you know, don't do those things. Aber Simson war es ziemlich egal, wer so von Geburt an war. Samson didn't care. Er hat gesagt, hey, ich will das, ich krieg das. He said, I want it, I'm gonna get it. Und dieses Muster hat sich durchgezogen. And he lived out the pattern. Dieses Muster hat zu all den Sachen geführt, was danach kommt. This pattern that led to everything that would happen later in chapter 15. Diese Entscheidung, die er fällt, hat alles andere folgen lassen. This decision that he made had immense consequences. Die Entscheidung, die du und ich fallen, haben große Konsequenzen. The decisions that you and I make also have great consequences. Simson war ein geweihter Gottes. So hat Gott keinen Raum gegeben. Samson was dedicated to the Lord, but did not give the Lord any room to lead him in his life. Simson hat einfach reagiert auf das, was gerade kam. He was just reacting to situations as they came. Er hat sich nicht Gedanken darüber gemacht. He never put any time into thinking about or considering them. Er hat nicht gedacht, ist das vereinbar mit dem, wer ich bin? He never thought, is this in alignment with who I am? Weißt du, manche Psychologen werden jetzt hingehen und sagen, wir müssen doch die Vergangenheit zurückgehen. You know, sometimes the psychologists will say, we have to understand the situation, we have to look into your past. Yeah? Wir müssen mal gucken, da muss unsere Kindheit gelaufen sein. You know, tell you about your mother, let's look at your childhood. Yeah. Also, die Vergangenheit ist ja schuld. The fault lies in your past. Also müssen irgendwelche Umstände sein. There's got to be some circumstance. Aber das stimmt bei Simson nicht. But that's not the case with Samson. Weißt du, es gibt ein ganzes Kapitel, was dem gewidmet ist, zum Beschreiben, wie privilegiert Simson ist. You know, there's the whole chapter that describes how privileged Samson was as a child. Seine Mutter konnte kein Kind bekommen. His mother was infertile. Weißt du, ein Engel Gottes erscheint und sagt, hey, du wirst schwanger werden. And an angel appeared to his mom and said, hey, you're going to be pregnant. Du wirst ein geweihtes Kind bekommen, mir geweiht. Gott geweihtes Kind. You're going to get a child and he has to be dedicated to the Lord from birth. Und die Eltern machen sich einen Kopf und sie lassen sich sogar unterweisen, wie sie das Kind erziehen sollen von Gott aus. And the parents, you know, inform themselves about what this means and what it means to raise a child that is dedicated to the Lord. Krass. Crazy. Ja, es ist ein Wunder Gottes, seine eigene Person. Er hat Eltern, die Gott kannten. Und ihn liebten. You know, he was a miracle child from conception. He had parents that loved God and wanted to honor him, and they loved him as well. Und sogar beschreibt er weiter, er war ein junger Mann, der die Kraft Gottes, also Gott selbst, immer wieder erlebt hat. And he even says that as a young man, he frequently experienced the power of God.
Und dennoch ist er ein Typ, der einfach losläuft und einfach nur reagiert auf das, was gerade so um ihn herum ist. And somehow he became a person that would just walk through life and react to situations. Vielleicht ist so, dass manche Vergangenheit von uns wirklich nicht gut ist. You know, sometimes our paths are not as good as his. Und ich glaube, dass wenn wir Jesus annehmen und Jesus ins Leben hineinstarten, dass es wirklich gut werden kann. But when we invite Jesus into our lives, our past doesn't matter. We have a fresh start, and it can become good. Es ist ein wichtiger Neustart, der anfängt mit Jesus. Jesus gives us a fresh start. Und bei Jesus geht es eben nicht darum, einfach nur zu reagieren, sondern zu agieren. And with Jesus, it's not about reacting to circumstances, but about being proactive. Jesus sagt, hey, du sollst zuerst sein wie ich. Und Jesus wusste, nein zu sagen. Jesus said, no, you should do like I do. And he wasn't afraid to say no. Also Jesus hat Entscheidungen getroffen, die seinem Wesen entsprochen haben. But Jesus made decisions that were in alignment with his character and personality. Entscheidungen, die ihm ganz viel gekostet haben. Decisions that did cost him a lot. Aber er hat sich dafür entschieden, weil es dem entsprach, wer er ist. But he made the decisions because he knew who he was. Was die Ausrede meiner Vergangenheit ist so schlimm, zählt nicht bei Gott. The excuse that the past is to blame, it doesn't hold any weight with God. Denn egal, ich glaube, egal wie lange wir Gott kennen, it doesn't matter how long we've known God, dass wir eine Entscheidung für ihn treffen und jetzt im Jetzt entscheiden, dass wir neu durchstarten. We can decide anytime to start fresh. Also wir leben im Jetzt, wir treffen jetzt Entscheidungen. We live in the present and we make decisions now. Also wir, ja, die Gegenwart wird jetzt, da sind wir mittendrin und sie wird unsere Vergangenheit. The past that we are in now will become our, sorry, the present we are in now will become our past. Und das ist diese Vergangenheit, die mal unsere Zukunft bestimmt. And this past will determine our future. Also, wenn wir also ein Bild von diesem unterwegs mit Gott sein bleiben. And this image of our journey with God. Ja, ein Bild von so einem Navigationssystem, was immer wieder spricht und redet. As we were talking about the Holy Spirit being like a GPS system that always speaks to us and corrects our course. Dann ist es echt wichtig, das wirklich zuzulassen, dass Gott zu mir redet und zu mir spricht. Then it's important that we allow God to speak to us. Dann ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und nicht einfach nur zu reagieren, sondern auch zu sagen, hey, was will eigentlich Jesus, wie würde Jesus handeln? It's important that we take time to listen to God and not just react, that we consider what Jesus wants us to do. Und sagen, okay, wo geht's lang und wer bin ich, wenn ich das mache? You know, to consider where does this road lead and who am I if I do this? Ich habe das nochmal ganz kurz so zusammengefasst. Wenn ich weiß, wer ich bin, treffe ich Entscheidungen, die zeigen, wer ich bin. I summarize it here rather briefly. If I know who I am, I make decisions that show who I am. Ich glaube, das ist ein Ding, das wir mitnehmen können. Ich glaube, wenn wir Entscheidungen treffen, die wirklich damit übereinstimmen, dass wir wissen, wer wir sind, dann agieren wir auch und reagieren nicht mehr. And I think this is something that we can take away, that if we make decisions that are in alignment with who we are, act and not only react. Genau. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die wir uns stellen dürfen, so in unserem Alltag. And this is a question that we should ask ourselves in our daily lives. Ob wir reagieren und nicht agieren. Whether we're reacting or whether or not we're being proactive. Und ob wir eigentlich wissen, was es bedeutet, Christ im Alltag zu sein. And that we know what it means to be a Christian in our daily lives. Weil ich glaube, manchmal ist es echt herausfordernd, sich dieser Frage zu stellen. Sometimes it's very difficult to ask ourselves this question. Weil wir vielleicht kurz davor sind, gerade irgendwo gegenzufahren. Because we're just about to make a decision that will take us in the opposite direction. Aber wie gut ist es dann, einfach mal zu bremsen? But how good is it to
to be able to use the brakes. Und umzukehren. And to turn around. Und zu agieren. And to be proactive, to take charge. Also die Bibel sagt uns, dass wir ins Ebenbild Gottes geschaffen sind. The Bible says that we are made in God's image. Das ist die Hauptaussage der Bibel. That's the main message of the Bible. Wir sind geschaffen, um Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu haben. We were created to have a relationship with God. Und das bedeutet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und so sind, wie er ist. And that means that we become transformed more and more into his image. Er agiert und er reagiert nicht mehr. Because he is proactive and not only reacting. Und er möchte, dass wir agieren und nicht nur reagieren. And he wants us to be proactive and not only react. Also er möchte, dass wir uns Gedanken machen über die Situation und er möchte, dass wir unseren Verstand gebrauchen. He wants us to use our minds and to consider these things. Und er möchte, dass wir ihn kennenlernen und dadurch auch wissen, wer wir sind. He wants us to get to know him and consider who